Song? Is it the same song? Das ist ein anderes Song. Deine Liebe, die Zone. Yeah, it's okay. I just want to know, is it the same song or another song? Okay, thank you. They asked if they should sing the song they found it. Yeah. Maybe it's later. Vielleicht später, ja. Nein, jetzt nicht, vielleicht später. Entschuldigung, excuse me. No. Passt schon. Yeah. Yes. So let us thank God for this great love of the Father. Lasst uns Gott danken für die große Liebe des Vaters. So we now recognized in the last so many sessions on the Psalms what we learned, how Jesus' life in the hidden time or hidden lifetime. In den letzten Einheiten haben wir viel die Psalmen reflektiert und so gelernt, was in Jesu verborgenen Leben geschehen ist, was er getan hat. So, once again, we go back to our theme, which he said, as my Father sent me, so I sent you. Also gehen wir noch einmal zurück zu unserem Thema, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So that is now becoming more and more stronger and stronger. Father has sent me. Das wird jetzt immer stärker, dass der Vater hat mich gesandt. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedek. Ja, Psalm 110. Psalm 110. So, now we have to grow very seriously. Jetzt müssen wir wirklich ernsthaft wachsen. That Jesus' public life. In Jesu öffentlichen Leben weitermachen. Yeah. So in Jesus' public life began with the baptism of Jesus. Jesu öffentliches Leben begann mit seiner Taufe. And the heaven opened. Und der Himmel hat sich geöffnet. And again the voice is heard from heaven. Und wieder ist eine Stimme hörbar aus dem Himmel. You are my beloved son, in whom I am well pleased. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden. And Holy Spirit came upon him. Und der Heilige Geist kam auf ihn. And he began to start his public proclamation. Und er hat begonnen, seine öffentliche Verkündigung durchzuführen. So this is again, as my Father sent me, so I send you. Auch das ist enthalten in wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Now the 3 years of public life is a very important part in Jesus' life, which we all or every priest, religious and the seminarians have to really live. We have to live that life. Diese 3 öffentlichen Jahre Jesu sind sehr wichtig. Jeder Priester, Seminarist und Geweihter, alle Geweihten müssen so leben. Yeah. Dieses Leben der öffentlichen Jahre Jesu. So,
thinking about that, how these 3 years of life you will live. Denken wir darüber nach, wie wir diese 3 Jahre leben werden. We must know it is a continuation of Jesus's 30 years of life. Wir müssen wissen, dass es natürlich an die ersten 30 Jahre Jesu anschließt. For 3 years of his public life, in another way, 3 years of his public life. Anders gesagt, 3 Jahre seines öffentlichen Lebens. He did a preparation of 30 years. Für diese 3 Jahre hat er sich 30 Jahre lang vorbereitet. He learned, he prayed. Er hat gelernt, gebetet. Yeah. So much of preparation and prayer is needed for a priestly life. Und so viel Vorbereitung und Gebet ist notwendig für ein priesterliches Leben. So that is why a formation. Das ist der Grund, warum eine Ausbildung under guidance of unter der Führung of the elders and unter der Führung der Älteren, Scripture scholars und der Schriftgelehrten, spiritual directors und unter den geistlichen Begleitern, and going through many ups and downs und durch viele Höhe und Tiefpunkte gehen. So that part we now don't talk again. That is the 30 years of Jesus's formation. We as a priest has to go through in the seminary life. Ja, also das waren die 30 Jahre des verborgenen Lebens Christi, über die wir jetzt nicht nochmal sprechen werden, aber wir als Priester müssen im Seminar durch diese 30 Jahre gehen des verborgenen Lebens. But when Jesus said, "Receive the Holy Spirit, as my Father sent me, so I send you." Aber wenn Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. It is clear that the priestly life is a life consecrated. Da ist klar, dass das priesterliche Leben ein geweihtes Leben ist. Means it is a life led by the Holy Spirit. Das bedeutet, es ist ein Leben, das durch den Heiligen Geist geleitet wird. And filled by the Holy Spirit. Und das vom Heiligen Geist erfüllt ist. So, in the baptism, he received the Holy Spirit even though he was born to the Holy Spirit. Und obwohl er durch den Heiligen Geist geboren worden war, hat er in der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Yes. So Holy Spirit become a very powerful person in the life of Christ. Das heißt, der Heilige Geist wird eine sehr mächtige Person im Leben Christi. And so after the baptism, according to St. Luke's Gospel, chapter 4, nach der Taufe in Lukas 4, Jesus returned to Galilee from Jordan, filled with the Spirit. Ist Jesus vom Jordan zurückgekehrt nach Galiläa, voll des Heiligen Geistes. And he was led by the Spirit into the desert. Und er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Yeah. Luke chapter 4:1. Lukas 4:1. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from Jordan and was led by the Spirit into the desert. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend
Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. So here a very big principle in our life is the work of the Holy Spirit, not only filled with the Spirit, but also led by the Spirit. Und das ist ein wichtiger Punkt für unser Leben. Unser Leben soll nicht nur erfüllt sein vom Heiligen Geist, sondern auch vom Heiligen Geist geleitet werden. Genau. Very surprisingly, the firstly Holy Spirit led Jesus to the desert, to the devil. Interessant ist, dass der Heilige Geist Christus als erstes in die Wüste zum Teufel geführt hat. Yes. Why? Jesus led him to the devil. Warum hat er Jesus zum Teufel geführt? Normally, yeah, we must not think any negative meaning in that. It is 100% positive meaning. Wir dürfen daran, wir müssen verstehen, das hat keine negative Bedeutung. Das hat zu 100% eine positive Bedeutung. Because Jesus' call is to destroy the kingdom of the devil. Denn Jesu Berufung ist es, das Reich des Teufels zu zerstören. So the Holy Spirit is leading Jesus. Why? In no more waiting. Go, start. Und deswegen leitet der Heilige Geist Jesus. Kein Warten mehr, beginne. And so, that is the three temptations. Und das sind die drei Versuchungen. And Jesus win over these temptations by his prayer and how he used the word of God to drive out the devil. Und Jesus hat diese drei Versuchungen besiegt durch sein Gebet und indem er das Wort Gottes benutzt hat, um den Teufel auszutreiben. How he lived 40 days without any food. Wie konnte er 40 Tage ohne Essen leben? It is written here, Luke chapter 4:2, for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during these days, but when they were over, he was hungry. Da steht in Kapitel 4 von Lukas, die ganze Vers 2, und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. So, Saint Hilary, der Heilige Hilarius gave a beautiful interpretation about this in the Catena Aurea. Hat in der Catena Aurea darüber eine sehr schöne Erklärung gemacht. It is not written that he has fasted here. Es steht hier nicht, dass er gefastet hat. He was not hungry. Er war nicht hungrig. He did not eat anything. Er hat nichts gegessen. But after 40 days, aber nach 40 Tagen, he was hungry. Wurde er hungrig. So Saint Hilary says, also sagt der Heilige Hilarius, he ate nothing during these days, and when they were over, he was hungry. Wie hier steht, er aß nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Why he was not hungry? Warum war er vorher nicht hungrig? Word of God. Not only word of God. Nicht nur wegen dem Wort Gottes. Now Saint Hilary says, these first 40 days of his public life was
connected with his last 40 days of the public life. Er hat gesagt, der heilige Hilarius, dass die ersten 40 Tage des öffentlichen Lebens Christi verbunden waren mit den letzten 40 Tagen seines öffentlichen Lebens. We know Christ is beyond the time and space. Wir wissen, dass Christus über Zeit und Ort hinaus ist. Although he is in the human form, he is God. Obwohl er in menschlicher Form ist, ist er Gott. As God, he has the resurrected spiritual personality. Als Gott hat er die auferstandene geistliche Persönlichkeit. So after the last 40 days of Jesus' public life was after the resurrection, 40 days he lived in the earth. Denn die letzten 40 Tage des öffentlichen Lebens Jesu fanden nach der Auferstehung statt. Da hat er noch auf der Erde gelebt. His body is not in the human flesh now. He's a human body, but glorified human body. Da ist sein Körper nicht mehr im menschlichen Fleisch. Es ist ein menschlicher Körper, aber ein glorifizierter menschlicher Körper. Ein verherrlichter. So, that glorified human nature or Jesus' body need no food. Und diese glorifizierte Natur, beziehungsweise Jesu glorifizierter Leib, braucht kein Essen, braucht nichts essen. Ja? But he asked them, give me a fish, I will eat. Aber er hat die Jünger gebeten, gebt mir einen Fisch, ich werde ihn essen. That is to show them, I am not a ghost. Das hat er getan, um ihnen zu zeigen, dass er kein Geist ist. So Saint Hilary says, he... Kein Gespenst, besser gesagt. He was living in that glorified nature during this lesser time. Und Hilarius sagt, dass Christus während diesen 40 Tagen in der glorifizierten Natur, verherrlichten Natur gelebt hat. 40 days. 40 Tage lang. In another gospel writer say he also had the wild animals with him. In einem anderen Evangelium steht, dass auch die wilden Tiere bei ihm waren. Yeah. Okay. So now our point is, also der Punkt ist jetzt für uns, through baptism we are all in the glorified spirit. Dass wir alle durch die Taufe im verherrlichten Geist sind. Yeah. Er hat gesagt Spirit. You mean spirit or body? Yeah. Yeah, we can say body also, but not... Leib kann man auch sagen, aber... Yeah, but not like the glorified body after the second coming. Aber es handelt sich nicht um den glorifizierten Leib nach der Wiederkunft Christi. Yeah. But the Christianity began... Aber das Christentum nahm seinen Anfang... Only after the glorification of Jesus, after the resurrection, after the 40 days. Erst nach der Verherrlichung Christi, nach seiner Auferstehung in diesen 40 Tagen. Nach den 40 Tagen. After 40 days, he went to heaven. He ascended. Nach 40 Tagen stieg er auf in den Himmel. So when he ascended, means he took our human nature to heaven. Und als er aufgefahren ist, das bedeutet für uns, hat er unsere menschliche Natur mit in den Himmel hinaufgenommen. So in Ephesians chapter 2:6 says, in Epheser Kapitel 2, Vers 6 steht, that the risen one, he raised us and took us into heaven and sat us with him in the right hand of the Father. Ephesians 2:6. Epheser 2:6, da steht, er war Gott gleich. Und
I'm in Philippians, sorry. 2:6, Ephesians. Yeah, Ephesians. So in Epheser 2:6 steht, er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Yeah. And after that, 10 days, the Pentecost took place. Und nach weiteren 10 Tagen hat das Pfingstereignis stattgefunden. Yeah. And in that, he began the church and the baptism. Und darin begann die Kirche und die Taufe. Yeah. So we must recognize his resurrection is the beginning. Resurrection and ascension is the beginning of the church. Wir müssen also verstehen, dass Christi Auferstehung, Resurrection and Ascension, und Himmelfahrt, dass das der Beginn der Kirche war. So, his public life after the baptism is in one way is a life of the Spirit. Das heißt, getauft zu sein ist in einer Art und Weise ein Leben im Geist. Yeah, I don't know, should I go very much in detail? Ich weiß nicht, ob ich jetzt sehr ins Detail gehen soll. It is something coming to my mind is to the resurrected life of Christ. Mir kommt gerade in den Gedanken, dass das also dass das auferstandene Leben Jesu, das kommt right gerade. Hand of the Father. 662. Katechismus 662. And when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. 662. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. The lifting up of Jesus on the cross signifies and announces his lifting up by the ascension into heaven and indeed begins it. Das Erhöhtwerden am Kreuz bedeutet das Erhöhtwerden bei der Himmelfahrt und kündigt es an. Und ja. Jesus Christ, es ist deren Beginn. Jesus Christ, the one priest of the new covenant, the new and eternal covenant, entered into a sanctuary made by human hands. Sanctuary made by human hands. Jesus Christus, der einzige Priester des neuen und ewigen Bundes, ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. There Christ permanently exercises his priesthood. Im Himmel übt Christus sein Priestertum dauernd aus. For he always lives to make intercessions for those who draw near to God through him. Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten, denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. As high priest of the good things to come, als Hohepriester der künftigen Güter, he is the sender and principal actor of the liturgy that honors the Father in heaven. Ist der Mittelpunkt und Hauptzelebrant der Liturgie, die den Vater im Himmel ehrt. So this is the priesthood. Das ist also das Priestertum. As my Father sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So we must always think we are also with him in the right hand of the Father. Und deswegen müssen wir auch daran denken, wir sind auch immer bei ihm zur Rechten des Vaters, in der rechten Hand des Vaters. And he is a high priest, he is praying. Und er ist ein Hohepriester, er betet. He is interceding for us. Er
betet für uns. Er steht, ja. Sometimes, er tritt ein für uns. So. Sometimes when I often say Jesus is praying for us, he is the high priest. So even a priest asks me why Jesus is praying for us. Jesus is blessing us. We are praying to him. Und ich habe jetzt öfters schon darüber gesprochen, dass Jesus der hohe Priester ist, der für uns betet. Aber selbst ein Priester hat mich gefragt, ob es nicht so ist, dass Jesus uns segnet und wir zu ihm beten. Yes. Ja. We are also praying. Wir beten auch. But we must know, Jesus is the High Priest. Aber wir müssen wissen, dass Jesus der hohe Priester ist. And our priesthood, your priesthood is a sharing of his priesthood. Und euer Priestertum ist Teilhabe an seinem Priestertum. So, Jesus is praying for us. Das heißt, Jesus betet für uns. See, we have so many prayers. Wir haben so viele Gebete. Particularly many saints have got a lot of revelation. So many people developed so many types of prayer. Vor allem viele Heilige haben viel offenbart bekommen, haben viele Menschen haben viele Gebete geschrieben. But what is most important is Jesus himself is praying. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus selbst betet. Yeah. This we must focus. Darauf müssen wir uns konzentrieren. And Holy Spirit also pray. Und auch der Heilige Geist betet. So we know this in Romans chapter 8. Wir wissen das in Römer Kapitel 8, 26, Vers 26, where it says that when we do not know how to pray, the Holy Spirit himself is interceding for us. Da steht, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollten. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Yeah. This we have to make it a point and use this great aspect of priestly life. Und diesen Punkt müssen wir beachten und diesen großen Aspekt des priesterlichen Lebens in Anspruch nehmen. Why should we, how to take the intercession of Holy Spirit? Wie empfangen wir die Fürbitte des Heiligen Geistes? That is where even the gift of tongues, when we pray in tongues, that is very clearly the intercession of the Holy Spirit. Das ist bei der Gabe des Sprachengebets, wenn wir in Sprachen beten, ist es eindeutig der Heilige Geist, der betet. And those who don't have the gift of tongues, they have to simply pray, oh Holy Spirit, you are praying for us. I do not know how to pray for the people of my parish, so many thousands of people, their problems. I do not know, but you know, you pray for them. Und so, wenn wir diese Gabe nicht haben, des Sprachengebets, sagen wir zum Heiligen Geist einfach, oh Heiliger Geist, es gibt so viele Menschen in meiner Pfarre, und ich weiß nicht, wie ich für sie beten soll. Aber du weißt es, bitte bete für sie. You are in them. Du bist in ihnen. Through baptism, confirmation, through Eucharist, you are in them. Durch die Taufe, die Firmung und die Eucharistie bist du in ihnen. You pray for them. Bete du für sie. And in the next, in Romans 8:34 says, Jesus Christ is interceding for us, sitting at the right hand of the Father. Und in Römer 8,34 steht, wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Yeah. In the Feast of Ascension last time, Pope Francis gave a wonderful talk on his homily on the Priest of Ascension. Am Tag der Himmelfahrt, letztes Jahr, beim letzten Mal, hat
der Papst Franziskus darüber eine gute Predigt über die Himmelfahrt gemacht. He said, what is he doing in heaven? Und hat gefragt, was tut er im Himmel, Jesus? And he says, he is showing his wounds to the Father. Und als Antwort sagte er, er zeigt dem Vater seine Wunden. He has completed his mission. Er hat seine Mission beendet, abgeschlossen. And he is praying for the humanity. Und er betet für die Menschheit. Father, look at these wounds I suffered and saved this humanity. Bless them. He is praying. Er betet, Vater, schau auf diese Wunden. Ich habe für die Menschheit gelitten und bitte segne sie. So, this aspect, I have great experience whenever I prayed like this, a great experience. Und ich habe immer, wenn ich auf diese Art und Weise gebetet habe, eine großartige Erfahrung gemacht. Once I was praying for a particular intention, praying, oh Holy Spirit, you pray for me, Jesus, you pray for me for this. Then I began to pray in tongues. Then suddenly I saw in vision a satellite going up. Einmal habe ich einer bestimmten Intention gebetet und habe gesagt, Jesus, bete für mich, Heiliger Geist, bete für mich. Und plötzlich habe ich in einem Bild oder einer Vision gesehen, wie ein Satellit ins Weltall aufsteigt. And then next day also I see in the vision the satellite is going on. Und auch am nächsten Tag habe ich in der Vision gesehen, der Satellit geht weiter. And now I cannot do anything. I cannot stop the satellite. I don't need to fire the satellite. It is already on fire. Und ich kann jetzt da nichts mit dem Satelliten mehr machen. Ich kann ihn nicht aufhalten und nicht verbrennen. Er verbrennt bereits. A satellite means a rocket with the satellite, a rocket. Also er meint gemeint ist eine Rakete mit einem Satelliten. Yeah. Yeah. Then I realized, when we pray, Jesus, you pray, Holy Spirit, you pray, that means it is like a rocket. Da habe ich verstanden, dass wenn wir zu Jesus sagen, bete du, und zum Heiligen Geist sagen, bete du, dann ist das wie eine Rakete. It is once fired, we don't have to pray many times. Wenn die Rakete einmal abgefeuert ist, wenn das Gebet einmal gemacht ist, müssen wir nicht nochmal dafür beten. Nicht ständig. We cannot also stop that fire. Wir können auch diese Rakete nicht mehr aufhalten, dieses Gebet. So after 3 days, I saw in the vision that rocket went extreme and planted that satellite in the orbit. Und am dritten Tag habe ich die Vision, das Bild gehabt, dass die Rakete ganz hoch geflogen ist und den Satelliten im Orbit abgeliefert hat. That day I received a telephone call as an answer of my intention. Und an dem Tag habe ich als Antwort auf meine Intention, die ich gehabt hatte, einen Anruf bekommen. And that intention is a continuous program. Und diese Intention ist ein Programm, das weitergeht. It is still going on. Es geht noch immer weiter. So, one thing is, our intention must be very big, not small. Das heißt, auf der einen Seite, unsere Intention muss sehr groß sein, nicht klein. And we must believe once Jesus the High Priest and Holy Spirit together is praying, it will surely happen and we don't have to pray again and again. Und wir müssen glauben, dass wenn einmal Jesus und der Heilige Geist für uns gebetet haben, dann wird das bestimmt erhört und wird es bestimmt etwas geschehen und wir brauchen nicht mehr nochmal zu beten.
immer wieder zu beten. Yeah. There are sometimes people say you have to pray so many number of times. You have to pray 16 credo or 33 credo. You pray for this intention. Manchmal sagen die Leute, du musst so und so oft das Credo beten, 6 Mal oder 16 Mal, 33 Mal das Credo beten für dieses Anliegen. One day I was seeing a television program, a man was telling about something, you must pray 16 times, I believe, credo. Also, ich habe im Fernsehen gesehen, auf einem Programm, da hat ein Mann gesagt, für dieses Anliegen musst du 3-mal das Ich glaube, das 16-mal Ich glaube, das Credo beten. At that time Jesus is telling me, und da hat Jesus mir gesagt, look what that man is telling. Schau, was dieser Mann, und hör, was dieser Mann sagt. Has he understood me? Hat er mich verstanden? That centurion said, centurion, der heilige centurion, Hauptmann. Centurion. Der Hauptmann, der Centurio hat gesagt, Lord, speak one word. Herr, sprich nur ein Wort. And my intention will be healed. My servant will be healed. Und mein Diener wird gesund. Yeah. Why? Warum? Faith. Weil er Glauben hatte. So what is the type of faith this centurion had? Also was für einen Glauben hatte dieser Centurio? He was not baptized man. Er war kein getaufter Mann. So Jesus said, look at his faith, even people of Israel don't have such faith. Dann sagt Jesus, schaut euch seinen Glauben an. Nicht mal in Israel haben die Leute einen solchen Glauben. So the commentary of Saint Jerome says, faith is a gift of God. Unless Jesus gives, he cannot have that faith. Ja, deswegen sagt der heilige Hieronymus, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Man kann das nicht selber machen, man muss es von Gott empfangen. But it is us to exercise that faith in the powerful way. Aber es liegt an uns, diesen Glauben anzuwenden auf eine mächtige Art und Weise. So Centurion came all the way to meet Jesus from far away. Zum Beispiel der Centurio kam von weit weg den ganzen Weg, um Jesus zu bitten. Knowing he is God. In dem Wissen, dass Jesus Gott ist. So, when he believed he is God, he also believed God's power is omnipotent, omniscient. He don't have to go personally to do something. Ja. He has to only wish it will happen. Und weil er an Gott geglaubt hat, glaubte er auch, dass Gott unendlich ist, ohne Grenzen. Deswegen musste er nicht selber etwas tun, sondern Gott konnte das machen. Yes. So as a priest, you have been given all the gifts of the Holy Spirit. You have been given fullness of faith. Als Priester habt ihr alle Gaben des Heiligen Geistes bekommen, die Fülle des Glaubens. You must believe you are another Christ. Ihr müsst glauben, dass ihr ein anderer Christus seid. And Christ is praying for you with you. Und and dass the Holy Christus Spirit is praying with you. Mit dir betet, so wie der Heilige Geist auch. Yeah. You don't have to use many low-level ways of prayer. Du brauchst keine niederen Arten des Gebets führen. Oh, I feel very sad about that. So many priests are using very, very low methods of prayer, not using the high-level power. Und es macht mich so traurig, dass viele Priester so auf so einem schwachen Level beten und nicht das hohe Power-Level nutzen. Yeah. Anyway, I don't criticize them. I want to say every priest has given the highest authority.
Wie auch immer, ich kritisiere es, ich will sie nicht kritisieren, aber ich sage euch, ein Priester hat die höchste Autorität empfangen. Und Christ himself is praying for you. Und Christus selbst betet für dich. So here in Catechism paragraph 2616. Im Katechismus Paragraph 2616 Augustine teaches how three dimensions of Jesus's prayer. Da lehrt der heilige Augustinus die drei Dimensionen des Gebetes Jesu. Yeah. The last part in that paragraph. Den letzten Teil dieses Absatzes lesen wir. 2616. As St. Augustine wonderfully summarizes the three dimensions of Jesus' prayer. Also das Kleingeschriebene. Der heilige Augustinus fasst die drei Dimensionen des Betens Jesu großartig zusammen. Ja. Yeah. So Jesus is praying, he prays for us as our priest. Er betet für uns als unser Priester. He prays in us as our head. Er betet in uns als unser Haupt. And is prayed to by us as our God. Wir beten zu ihm als unserem Gott. Therefore, let us acknowledge our voice in him and his in us. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und seine Stimme in uns. So, this is very, very powerful. Das ist sehr, sehr mächtig. Many things are not happening because we are not using the highest power. Viele Dinge geschehen nicht, weil wir nicht die höchste Vollmacht benutzen. Suppose in our parish so many problems, even many people have very difficult situation of life because of their bad habits, their sinfulness, even work of the devil, everything is there because we are not using the highest power of prayer. Stellt euch jetzt vor, in einer Pfarre, dass dort Leute sind, die ja sehr schwierige Lebenssituationen haben, die in schlechten Gewohnheiten drin sind, die ja wo sogar die Werke des Teufels getan werden, weil wir nicht die höchste Macht, Vollmacht des Gebetes nutzen. Highest power of prayer is that Jesus himself is praying and Holy Spirit is praying. Und die höchste Vollmacht oder Kraft des Gebetes ist dann, wenn Jesus oder der Heilige Geist selbst beten. But this three dimension of prayer is not one after another, it is simultaneous. Und diese drei Arten des Gebetes, die hier stehen, die geschehen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Ja. It is like Saint Padre Pio was celebrating the Holy Mass, but at the same time he is also taking confession in the confessional. Das ist so wie als der heilige Pio, Pater Pio, als der heilige Pater Pio die Messe gefeiert hat und zur selben Zeit die Beichte im Beichtstuhl gehört hat. He's now celebrating Mass. How is he sitting in the confession? Er zelebriert gerade die Messe. Wie kann er dort im Beichtstuhl sitzen? So that is called bilocation. Das heißt Bilokation. So this bilocation is given to the priest for serving. Und diese Bilokation wird dem Priester gegeben, um zu dienen. If Jesus gives by location, what will be his location? How many locations Jesus can do simultaneously? Wenn schon wir die Bilokation empfangen können von Christus, an wie vielen Orten kann dann Christus gleichzeitig sein? Christ can have any number of
locations simultaneously. Christus kann an unendlich verschiedenen Stellen, Orten zugleich sein. We need to find out higher methods of prayer. Wir müssen höhere Methoden des Gebetes finden. That simultaneously Jesus is as a high priest, he is praying for us, as the head of the church, he is praying in us, and as God, he listened to our prayer. Dass gleichzeitig Jesus für uns als Hohepriester betet, als unser Haupt, und wir gleichzeitig zu ihm als unserem Gott beten. Believe. Das müsst glauben. Glaubt das. It is possible. Das ist möglich. And along with that, Holy Spirit is praying. Und noch zusätzlich betet auch der Heilige Geist noch mit. Yeah. So like Moses was praying, but there was some time his hands are coming down, then his prayer is very weak, and the people are the war is failing. Wir sehen bei Mose, er streckt seine Arme aus, aber wenn ihm die Arme schwach werden und runtergehen, dann ist sein Gebet sehr schwach und sein Volk kriegt den Nachteil. So Aaron and Sur lifting up his hands. Deswegen haben Aaron und Sur seine Hände hochgehalten. Yeah. Ja. So why? Warum? Because Moses is the anointed one. Weil Moses der Gesalbte ist. His prayer God hear in a special way. Auf sein Gebet hört Jesus auf eine spezielle Weise. He did not say, okay, I am tired. You Aaron, you pray, or Sur, you pray. I am tired. He did not do that. Mose hat nicht gesagt, ich bin müde. Bete du Aaron oder bete du Sur. Das hat er nicht gemacht. That's the thing. God is looking his anointed one's prayer. Das ist die Sache. Gott schaut auf das Gebet seiner Gesalbten. Yeah. He's waiting for your voice. Er wartet auf eure Stimme. Yeah. A parish priest is the anointed person of that area, custodian of the souls of that area. Ein Pfarrpriester ist der Gesalbte dieser Pfarre. Er ist der Wächter, Guardian, oder okay. Wächter dieser Pfarre. That is not only for Christians, for the whole humanity in that area, he is responsible. Und nicht nur für die Christen, sondern für alle Menschen in dieser Pfarre, in diesem Gebiet, ist er zuständig. So, God the Father and Jesus is waiting. Where is the parish priest? Deswegen warten Gott der Vater und Jesus. Wo ist der Pfarrpriest? Wo ist der Pfarrer? I want to hear his voice. Ich will seine Stimme hören. And immediately it will be granted. Und sofort wird das Gebet erhört werden. Because it is God who sent him here. Denn es ist Gott, der den Pfarrpriester hierher gesandt hat. When a priest is baptizing a person, it's an eternal certificate is issued. No bishop or pope cannot change that. Wenn ein Priester jemanden tauft, dann ist das wie ein ewiges Zertifikat, das auch der Bischof und der Papst nicht mehr wegnehmen können. It is valid. Es ist gültig. In heaven. Im Himmel. We must recognize the greatness of our anointing. Wir müssen die Größe unserer Salbung erkennen. And Jesus is very eager to work with us. Und Jesus ist sehr bereit, mit uns zu arbeiten. Another symbol Jesus said was, I am the vine, you are all my branches. Ein anderes Gleichnis, das Jesus gebracht hat, war, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid meine Reben. Yeah. You know, in Austria, Germany, so many vineyards. You must go and watch a vineyard and a vine tree
very closely when there is fruits. Ihr wisst, in Österreich und Deutschland, da gibt es viele Weingärten und man muss die Früchte genau anschauen. Man muss durch den Garten gehen und genau anschauen. You can see there will be no fruits on the main stem of the vine. Dann werdet ihr erkennen, wenn ihr genau schaut, dass auf dem Hauptstamm des Weinstocks keine Früchte sind. Only on the branches. Nur auf den Reben. That's the point. Das ist der Punkt. That is why he took that as a parable. Deswegen hat er das als Gleichnis genutzt. Every person anointed by Jesus, there will be the producing end, branches producing. Alle Personen, die von Jesus getauft sind, werden die Früchte produzieren oder ernten. Yes. Produzieren. Yeah. Producing. Produzieren, yes. Ja. Jesus is the main stem. Christus, Jesus ist der Hauptstamm, der Stamm. And his way of working is Zusammenarbeit. Und, seine Art zu wirken ist immer eine Wirkung in der Zusammenarbeit. Maybe this is in a community or a parish. There is parish priest, there is assistant parish priest, there is sacristan, there is pastoral assistant, there are families. All are producing food, but the power comes from the main stem, Jesus. Es gibt zum Beispiel Pfarrpriester, Priester in Klöstern, es gibt den Kaplan, den stellvertretenden Pfarrer, es gibt Pastoralassistenten, es gibt einen, der zuständig ist für die Sakristei, es gibt Familien und jeder von ihnen produziert die Früchte, aber nicht ohne den Stamm, der Christus ist. So, every priest is a branch of the high priest Jesus Christ. Jeder Priester ist eine Rebe des Hohenpriesters Jesu. So that is also a symbol of the church. Hohenpriestertums Jesu. Das ist auch ein Zeichen für die Kirche. Yeah. Church is working Jesus as the head and all of us are members of his body. Die Kirche arbeitet so, dass Christus ihr Haupt ist und wir alle Glieder seines Leibes sind. Yes. So we must always think, I am a branch of the main stem, Jesus. He and me together is working. Wir müssen immer so denken, dass wir eine Rebe des Stammes, des Weinstocks, der Jesus ist, sind und mit ihm zusammenarbeiten. Now again in 2741, noch einmal in 2741 Katechismus. That's also true for every believer, yes, right? Every believer, yes. But, gilt für jeden, ja. But a priest is given a special ministry. Das gilt für jeden Gläubigen, aber der Priester bekommt noch einen speziellen Dienst. For 741. Sie, 2741. 2741. Jesus also prays for us in our place and on our behalf. Zudem betet Jesus an unserer Stelle und für uns. So that is another dimension of Jesus's prayer. He is a mediator. Das ist eine andere Dimension des Gebetes Jesu. Er ist ein Vermittler. He prays for us. Er betet für uns. But he also say, you stay here. I will go and represent you. I am like an advocate for you. Aber er sagt auch gleichzeitig, du bleib hier, ich werde für dich eintreten. Ich bin wie ein Anwalt, yeah, für dich. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? It says he prays on in our place and on our behalf. Es steht zumindest im englischen Katechismus jetzt, er betet an unserer Stelle und für unsere Bitte.
He prays for us. Er betet für uns an unserer Stelle und on our behalf. Und auf, wie soll es am besten übersetzen? In your place. In unseren like Anliegen, yeah. In unseren Bitten. Some oder he will stand for you. He will protect you. He is your advocate. Das heißt, Christus wird für dich dastehen. Er wird dich schützen. Er ist dein Anwalt. Yeah. He is pleading for you. Er plädiert für dich. Yes. All these methods we have to exercise, then the church will grow. Wenn wir all diese Methoden anwenden, die müssen wir anwenden, damit die Kirche wachsen kann. Yes. We see a lot of believers are in so many difficult situations, they go away from the church. Wir merken, dass viele Gläubige in schweren Situationen sind und die Kirche verlassen. They say they have no experience. Sie sagen, sie haben keine yes. Erfahrung mit Gott oder wie auch immer. I remember once in a flight while I was coming to Europe, there was a woman sitting with me, a European girl, so I talked to her. Ich kann mich erinnern, als ich einmal in einem Flug nach Europa im Flugzeug gesessen bin, saß neben mir eine europäische Frau, ein europäisches junge Frau, Mädchen, was auch immer. Und ich habe mit ihr gesprochen. I asked her, what is your name? Ich habe sie gefragt, wie heißt du? My name is Christina. Und sie hat gesagt, ich heiße Christina. Oh, you are a Christian? Und dann habe ich gefragt, du bist Christin. No, I was a Christian. Also hat sie gesagt, nein, ich war Christin. Now I went to the Gurus in India. Jetzt bin ich zu den Gurus übergegangen. Now I am in their way. Jetzt gehe ich den ihren Weg, den der Gurus. I said, I am a Catholic. My name is Thomas Paul. I am going to Europe to preach Christianity. Und ich habe gesagt, ich bin Thomas Paul, ich bin Katholik. Und ich komme nach Europa, um das Christentum zu verkünden. What? You Indian is coming to Europe, preach Christian? ein Inder kommt nach Europa, um das Christentum zu verkünden. Yes, and you, a European, going to India to living your Christianity. Ja, und du, eine Europäerin, sollst nach Indien gehen, um dein Christentum dort zu leben. To left the Christianity and going gehst, to. Nein, du gehst und du fliegst nach Indien, um das Christentum zu verlassen. So, for her, she never knew that in India so much Christianity is there. She thought India is a Hindu country. Und sie hat nicht gewusst, dass es viel Christentum auch in Indien gibt. Für sie war Indien eine